Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von 7 tödliche Offenbarung. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel, viel Spaß mit der heutigen Folge. Endlich erzählen wir Leo von den Morden. Sie befindet sich in großer Gefahr und muss sofort zurückreisen. Geschockt über die vielen Ereignisse will Leo die baldige Rückreise einleiten. Erst wenn sie wieder zurück ist, wollen wir zur Polizei gehen. Hoffentlich ist es dafür noch nicht zu spät, denn nun schreibt Marco, der in Paris mit seiner Verlobten im Urlaub war, dass er nun dort irgendwo gefangen ist. Es stellt sich heraus, dass wir einem Lügenkonstrukt auf den Leim gegangen sind, denn Marco weiß nichts von angeblichen Liebesnachrichten an Leonie oder sogar Strafanzeigen gegen ihn. Ist die Gefangenschaft jetzt vielleicht auch nur ein Ablenkungsmanöver, wie Tom vermutet? Schließlich passt Marco als männliches Opfer nicht ins bisherige Handlungsprofil hinein. Und damit, meine Lieben, wünsche ich euch heute nochmal viel, viel Spaß an dieser Stelle mit der heutigen Folge. Und zwar möchte ich mich jetzt einmal ganz herzlich für die Kommentare unter meinen Videos bedanken und auch insbesondere unter den letzten Videos. Vielen lieben Dank dafür, das bereichert doch sehr, auch wenn ich, wie der ein oder andere vielleicht festgestellt hat, nicht mehr ganz so schnell auf Kommentare antworte. Das hat YouTube-bedingte Gründe, die ich vielleicht irgendwann mal irgendwie erläutern werde. Aber zumindest möchte ich mich an der Stelle heute mal wieder ganz, ganz herzlich bei Bad Girl bedanken. Denn sie schrieb zum einen, wir sollen einfach mal versuchen herauszufinden, wo der Tiefenbrunner steckt. Da müssen wir mal gucken, weil, naja, im Endeffekt diese Strafanzeigen über den Marco, die haben wir ja irgendwie von ihm bekommen. Er hat ja zu uns gesagt, naja, die hätte er von einem alten Freund, der irgendwie mal bei der Polizei gearbeitet hat oder zumindest der beteiligt war an der Entwicklung von diesem System, womit die Polizei arbeitet. Weiß ich nicht, ne? Ja, das macht ihn natürlich sehr verdächtig. Die Frage ist nur, wie finden wir das heraus? Denn dazu bräuchten wir den Wolf. Und da wissen wir noch nicht so genau, wie der uns gegenüber eingestellt ist. Ich fand ja die letzte Reaktion von ihm, ja, sehr zum Nachdenken anregend. Aber jetzt weißt du natürlich nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht ist er einfach nur sauer, dass wir ihn irgendwie an die Polizei verraten haben und hat uns einfach deswegen diesen biblischen Spruch gedrückt, um vielleicht auch einfach irgendwie nochmal für zusätzliche Verwirrung zu sorgen oder einfach im Moment, weil er sauer war. Das wissen wir nicht, aber das werden wir jetzt bald hoffentlich herausfinden. So, jetzt höre ich auch auf, herumzuquatschen und wir steigen endlich in die Handlung ein. Und zwar mit Tom. Marco hat sich wieder gemeldet mit Fotos. Hier wird er angeblich gefangen gehalten. Ja, ja, jetzt werden wir ihm wahrscheinlich die Fotos schicken. Und ich finde es ja einfach unfassbar krass, ne? Weil genau dieses Bild hier, vor allen Dingen die Fotos hier, das ist doch ziemlich creepy, oder? Überleg dir das mal. Erkennst du das? An der Wand? Lauter Fotos von Leo. Und das hat ja schon so einen ziemlich perversen Beigeschmack, ne? Wenn du da einfach so fanatisch Bilder von der Leo an der Wand findest, ne? Sieh mal einer an. Echt schräg. Der ist ja total auf sie fixiert. Er behauptet, er hätte Leo nie was geschickt. Kein Liebesgeflüster, kein Gereime. Warum lügt er denn in der Lage? Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich glaube nämlich einfach, dass er gar nicht lügt, dass das Ganze alles irgendwie inszeniert worden ist. Ist nur die Frage, von wem? Sagt er außerdem noch was? Nur, dass er von einem Gaga-Typen mit Maske bewacht wird. Aber stimmt das auch? Ja, das Ganze ist natürlich sehr fragwürdig. Ich halte das auch für ein Ablenkungsmanöver. Ich glaube das erst, wenn er tot aufgefunden wird. Können wir nicht wirklich beurteilen. Auf alle Fälle wäre er mit dieser Story aus dem Schneider. Ein Verdächtiger weniger. Bleiben aber immer noch der Ex-Mann von Leo, der sülzt echt wieder rum über die Opfer. Und Wolf ist absolut nicht koscher. Kam vorhin plötzlich mit so einem biblischen Kram. Was? Echt? Interessant. Das ist vielleicht ein Mist. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wem kann ich noch trauen? Mir auf jeden Fall. Ja, das weißt du ja auch nicht.
So, jetzt stellt sich wieder... Ja, ich muss schon wieder eingrätschen, Entschuldigung. Weil so innerlich, ich versuche mich ja immer wirklich extrem in diese Situation reinzuversetzen. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Position, die wir da haben, ob ich überhaupt noch irgendwem trauen würde. Und das nicht nur jetzt, sondern auch in der Langzeitfolge. Das musste ich doch psychisch einfach so unfassbar mürbe machen und einfach so mitnehmen. Ich glaube, dass man, wenn man sowas einmal erlebt hat, richtig, richtig große Schwierigkeiten hat, Menschen irgendwie Vertrauen zu schenken. Und das ist was, was ich jetzt auch leider die letzten Tage so ein bisschen am eigenen Leib erfahren musste. Vertrauen zwischen Menschen, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Aufbauen und zerstören, das dauert beides fast genauso lange. Okay, gucken wir mal. So, Tiefenbrunner. Hallo, darf ich nochmal stören? Aber immer doch, mein Junge. Gibt es schon wieder Hiobsbotschaften? Ja, von Marco. Marco Schuster. Er ist entführt worden. Behauptet er zumindest. Habe eben mit ihm Kontakt. Bei Mona war es genauso. Sie hat sich bei mir noch kurz gemeldet, bevor sie... Du armer Junge. Was musst du durchmachen? Ich kann nicht mehr. Echt die Hölle. Kann denn die Polizei etwas mit Markus' Aussagen anfangen? Habe ich noch nichts davon gesagt. Das solltest du aber schleunigst tun. Ich habe solche Angst, dass Leo dann was passiert. Das hat er doch angedroht. Glaubst du denn, sie ist sicher dort, wo sie sich befindet? Sie kommt morgen nach Hause. Erzähl doch nicht alle Infos, immer. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich jedem gesagt hätte. Das, um Leo zu schützen, hätte ich wirklich einfach vor jedem verheimlicht. Selbst vor Tom Itzoda. Ja, das war ja klar, dass sich der Jochen Friedrichs vom Kriminalkommissariat wieder meldet bei uns. Aber jetzt mal ehrlich, ne? Wer hättet ihr gesagt oder jedem erzählt in so einer Situation? Weil das macht schon wieder keinen Sinn eigentlich. Weil wenn du nicht mehr weißt, wenn du gerade in einem Atemzug sagst, du weißt nicht, wem du vertrauen kannst und dann so eine unfassbar sensiblen Infos, es geht ja darum, dass er Angst um die Leo hat, dann so eine sensiblen Infos über Aufenthaltsorte einfach so rausposaunen. Verstehst du? Ja. Also das ist, das ist gut. Dann geht ihr aber zur Polizei, ja? Ja, das machen wir so. Aber jetzt geht's erstmal wieder zur Kripo, Leute. Hier ist gar kein Jochen Friedrichs. Ich hab noch weitere Fragen an Sie. Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnern könnt. Der hatte so unfassbar nachgebohrt. Da bin ich ja sehr gespannt, was für komische Fragen und was für Situationen er uns damit bringt. Haben Sie inzwischen etwas von der vermissten Mona Sartorius gehört? Antworten Sie. Haben Sie etwas von ihr gehört? Nein. Wissen Sie, wo sich Wolf Fröse zurzeit aufhält? Wir können ihn nicht erreichen. Nein, aber er hat sich vorhin bei mir gemeldet. Und? Hat er irgendeinen Hinweis auf den Verbleib von Frau Sartorius? Nein, sagt er jedenfalls. Was wollen Sie damit andeuten? Gar nichts. Ist Ihnen ein Garrett Nadolny bekannt? Ja, der Ex-Mann meiner Freundin. In welcher Beziehung stehen Sie zu ihm? Beziehung? Gar keiner. Na doch, Sie sind nicht so wirklich gut auf ihn zu sprechen. Nennen wir das einfach mal so.
Sie hatten aber letztens ziemlich oft Kontakt zu ihm. Worum ging es da? Familiensachen. Der brauchte Geld. Und? Nix und. Er hat nichts bekommen. Von uns nicht. Das stimmt sogar. Biggs wollte haben. Sind Sie sicher? Ja, wieso fragen Sie das? Weil Sie und Wolf Röse nach unseren Ermittlungen gemeinsam einen Insiderhandel getätigt haben. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Hey, welches Geld? Na, so viel kam ja nicht bei rum, lieber Jochen. Und das mussten wir auch leider, ja, wenn wir ihm jetzt erzählen, dass wir das ins Hacken investieren mussten. Wie ist das, glaube ich, so, Entschuldigung. Nichts, das war keine große Summe. Ist Ihnen bekannt, dass Garrett Nadolny Spekulationsgewinne auf ein Auslandskonto transferiert hat? Unversteuert. Sind Sie an der Steuerhinterziehung beteiligt? Was? Aha, so. Steuerhinterziehung hat der Gute am Stecken. Nein, davon weiß ich nichts. Ist aber auch kein Kavaliersdelikt, ne? Das zu klären ist Sache der Steuerfahndung. Uns interessieren vor allem Nadolnys Kontakte zu den Mordopfern. Was wissen Sie davon? Nichts. Das heißt, er hat so Andeutungen gemacht. Andeutungen? Er hatte wohl mal was mit einigen Mädchen aus unserer Klasse. Handelte es sich dabei um eine einvernehmliche Beziehung? Weiß ich nicht. Aber warum können wir denn nicht da plötzlich jetzt mal so einen Chatverlauf einfach eben mal schicken? Ach so, ja, weil... Ja, okay, das war ein doofer Gedanke von mir, weil da ja auch ziemlich viel über die Morde der Mädchen gesprochen wird, ne? Okay, ist also auch unklug für uns. Na gut. Vom ersten der drei Opfer liegt eine Anzeige wegen Vergewaltigung vor. Sie wurde vor ein paar Monaten von zwei Männern überfallen und missbraucht. Die Fahndung verlief damals erfolglos. Die Täterbeschreibung könnte aber auf sie und Garrett Nadolny zutreffen. Was? Mit solchen Antworten haben wir festgestellt, kommen wir bei dem guten Jochen nicht so weit. Deswegen, das kann nicht sein. Damit habe ich nichts zu tun. Sie bestreiten also, dass Sie mit dem Opfer Jana Kröger kürzlich näheren Kontakt hatten? Ja, nein, hatte ich nicht. Ich habe die seit dem Schulabschluss nicht mehr gesehen. Jana, nee. Haben wir? Oh Gott, ich komme jetzt mit den Namen schon nicht mehr klar. Kennen wir die Jana? Ich glaube nicht. Ich brauche ein Gesicht dazu. Halten Sie sich weiter zu unserer Verfügung. Eieieiei, okay, Jochen, das den haben wir wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal gesehen. Oh Gott, Leute. Marco! Du musst mir helfen! Ich hab so einen Schiss! Der Typ ist komplett Psycho. Hat mir einen Zettel durchs Gitter gereicht. Da steht was vom fünften Engel. Tod und Verderben und so ein Zeug. Was soll ich denn tun von hier aus? Da Polizei und Kripo einschalten, ne? Ruf die Polizei! Sonst mach ich es. Ich versuche jetzt die 112. Scheiße, ist die Vorwahl von Frank... Scheiße, pass auf. Ja, warte. Da wird jetzt unbekannt direkt reingekommen sein. Aber ich verstehe einfach ums Verrecken nicht, warum erzählt er, dass er da die 112 anrufen will? Warum macht er das nicht? Das ist sowas, was ich nicht verstehen würde. Ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, das wäre ungelogen das Erste, was ich ausprobieren würde. Aber das wäre wirklich das allererste, diese Nummer wählen. Und selbst wenn ich keine Möglichkeit habe zu sprechen, das irgendwo in eine Tasche packen. Ja, irgendwie eine Notrufnummer anrufen. Wobei, natürlich, klar, da fällt mir gerade ein, wenn du so in Urlaub fährst, ist das, glaube ich, die Notrufnummer ist das Letzte, was man sich irgendwie selber einspeichert und irgendwie merkt. Ne, blöd eigentlich. Tom! Marco hat sich gerade wieder gemeldet. Total in Panik. Ruft jetzt die Polizei. Ja, das soll er unbedingt tun, ne?
Aber ich glaube ja, dass der Unbekannte ihn genau in diesem Moment überrascht hat. Deswegen ist das Wort Frankreich so ein bisschen abgeschnitten gewesen. Der Entführer hat ihm noch was aus der Bibel mit Engel und Tod aufgeschrieben. Das passt zu den ganzen Sprüchen, die er mir schickt. Konnte Tiefenbrunner dir eigentlich noch was zu den Sprüchen sagen? Oh, das ist ja auch mal eine sehr komische Reaktion auf... okay. Ja, Apokalypse. Die Welt wird in 7 Katastrophen vernichtet und jedes Mal trötet ein Engel dazu. Der Mörder hat doch von Töten am 7. Tag gesprochen. Töten, was man liebt. Scheiße, der meint Leo. Wir müssen das mit Marco doch ernst nehmen. Er ist tatsächlich in der Hand des Mörders. Und dieser Kommissar unterstellt mir, ich hätte mit Leos Ex zusammen Jana vergewaltigt. Das ist auch echt eine krasse Konfrontation, ne? Was ist denn das für ein Dreck? Spinnen die Bullen? Ich glaube langsam alle spinnen. Tja, Leute, ne? Was? Fürchte nichts, was du leiden wirst. Sehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Sei getreu bis in den Tod. Das wird nicht Marco gewesen sein. Das war ein Ablenkungsmanöver, Leute. Um uns psychisch komplett zu zermürben. Was ist das? Das ist irgendwie eine Videodatei, oder? Und da es das 5. Siegel auftat, da waren die Seelen derer, die getötet waren um des Wortes Gottes Willen. Und sie schrien, wie lange rächest du nicht unser Blut? Das ist doch unbekannt, Leute. Also ist jetzt, da haben wir jetzt wieder zwei mögliche, ja, ich grätsche heute wieder mal ein paar Mal ein. Gibt's jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also entweder das mit Marco war ein Ablenkungsmanöver und wir hatten die ganze Zeit schon Unbekannt dran. Oder Unbekannt hat Marco jetzt gerade eben abgemurkst und schreibt uns jetzt gerade. Heieiei, so pass auf, ich will nur einfach wissen, wie diese Datei heißt. Weiteres Werk, oh Gott, das heißt, er wird uns da jetzt damit das nächste Opfer präsentieren und das gucken wir uns jetzt an. Ein Video wurde erfolgreich gehackt. Folgende Metainformation wurde dem Video beigefügt. Und der 5. Engel posaunte und er tat den Abgrund auf und es ging auf ein Rauch und es ward verfinstert die Luft. Video jetzt anzeigen. Video jetzt anzeigen. Video anzeigen und speichern. Okay, Leute. Oh, das könnte die Maske sein. Man sieht gar nichts. Das war das Video? Doch, warte. Also zumindest war kein Gemetzel und irgendwas, sondern warte, können wir das zwischendurch anhalten? Nee, können wir nicht. Ach, was ist denn das? Also ich meine da irgendwie eine Maske zu sehen und nimm mal Gesicht. So, pass auf, ja, aller guten Dinge sind 3. Weiß ich nicht, ist einfach unfassbar schwierig. Was ist das denn für ein Video? Ich glaube, ja, da wir ja technisch versiert hier in unserem Detektivbüro sind, oh Gott, werde ich, glaube ich, diese kurze Sequenz einfach mal ein bisschen langsamer jetzt abspielen lassen. Vielleicht, also wenn ihr das jetzt gleich langsamer seht, dann machen wir das. Und für dich, dann habe ich mich aus welchen Gründen auch immer dagegen entschieden.
Marco! Ich glaube, er ist tot. Hab eben ein Video bekommen. Der Mörder mit einem Messer. Hey, wo hat er da ein Messer gesehen? Also ich habe da kein Messer gesehen. Ich habe vielleicht ein Kind gesehen, was man interpretieren könnte als männliches Kind. Ansonsten habe ich da einfach nur Dunkelheit gesehen. Eine Maske, wo ich noch nicht mal sagen könnte, was es für eine Maske ist. Schwierig. Weißt du, Sippos erkennt er nicht, aber dann aus solchen Videos ein Messer. Hä? Voller Blut? Was? Bin ich? Warte mal, da muss ich mir jetzt gerade nochmal angucken. Bin ich zu dämlich, um das zu erkennen? Das Rote ist nicht unbedingt Blut. Also ich habe eine Kerze zwischendurch gesehen. Und eine Nase. Eine Nase habe ich definitiv erkannt. Aber Blut? Ich bin ein bisschen verwirrt. Oder Blut von Marcos Handy. Scheiße, Mann! Ja, was siehst du denn in diesem Video, Tom? Oh mein Gott! Das fünfte Opfer. Wir müssen schauen, dass Leo so schnell wie möglich nach Hause kommt. Morgen gehe ich mit Leo zur Kripo. Ich schaff das schon. Muss sein. Kann hier nicht ewig rumsitzen. Oh Gott, oh Gott. Das ist so schwerer Tobak, Leute. Leo, ach, die hören wir uns jetzt oder gucken wir uns zum Abschluss noch schnell an. Schatz, geht alles klar. Ich nehme morgen den ersten Flieger. Heute Abend gehe ich keinen Schritt mehr vor die Tür. Versprochen. Muss noch schnell zusammenpacken. Stehe immer noch unter Schock. Ich liebe dich. Leo, ich liebe dich auch. Oh mein Gott, meine Lieben. Wie das Ganze hier weitergeht. Oh, pass auf. Nee, da gucken wir natürlich erst noch ins Tagebuch. Was ist heute passiert? Tag 5. Mona ist tot. Das Puzzleteil zeigt Pariser Stadtplan. Tom stößt auf eine Straße auf dem großen Friedhof. Erzähle alles, Leo. Sie bricht ab und kommt morgen zurück. Marco meldet sich. Ist von maskierten Typen gekidnappt worden. Er entdeckt in seinem Gefängnis lauter Stalking-Fotos von Leo. Polizei hat mich immer noch in Verdacht. Marco wird getötet. Aber das ist ja auch wieder eine Spekulation. Das wissen wir ja nicht. Das wissen wir einfach nicht. Wer ist es, verdammt? Tja. Tag 6. Und genau damit, meine Lieben, werden wir das nächste Mal wieder einsteigen. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet viel, viel Spaß mit dieser heutigen Folge, wo ich, glaube ich, ja, ein bisschen zu oft reingegrätscht habe. Aber das ist halt alles spontan getriggert. Jetzt müsste das Chaos ja bald so richtig perfekt werden, da wir ja Mittag 6 den vorletzten Tag von dieser angedroht bevorstehenden riesigen Apokalypse bevorstehen haben. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt noch entwickeln wird. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt einfach einen zauberhaft schönen Tag und hoffe, ihr könnt das Ganze genießen und würde mich einfach freuen, wenn ich den einen oder anderen einfach das nächste Mal hier wieder begrüßen darf. Seid ein wenig dirty dabei und genießt es. Tschüss!